Für den Tabellenletzten Düsseldorf sollte es wieder aufwärts gehen. 12.000 Zuschauer wollten dem Aufsteiger den Rücken stärken. Und das mit Erfolg. 30. Minute, Dirk Rümpelmann links allein durch auf Pavel Schalupka. Und der wollte es ein bisschen zu lässig machen, den Ball einschieben. Und das kommt davon, wenn man es zu lässig macht, dann geht der Ball vorbei. Im Gegenzug macht sich dann Brian Laudrup auf, ein Tor zu erschießen. Nein, zu erzielen natürlich. Aber auch ihm gelang es nicht. Ebenso knapp vorbei wie eben Schalupka auf der anderen Seite. 0:0 zur Halbzeit. In der zweiten sollte es dann weitaus besser werden. Das Spiel und auch Tore sollten fallen. Walz, Vorlage auf Uwe Fuchs und Uwe Fuchs in Rücklage über das Tor. 57. Minute, Ecke. Klotz kommt an den Ball, tritt etwas über den Ball und Uwe Fuchs dann in Torjägermanier, so wollen die Düsseldorfer ihn sehen, 1:0. Klotz und Schalupka freuen sich und die Freude sollte noch größer werden. 10 Minuten später, angesprochener Schalupka bekommt hier von Rada den Ball, schöne Flanke, aber Kleppinger fault Schalupka, keine Frage. Elfmeter. Die Frage war es dann aber, wer schießt den? Rada legte den Ball hin und dann war es doch Uwe Fuchs, der antrat. Und in Manier eines Uwe Reiners oder Johann Neskens haut er den Ball unter die Latte. Ergebniskorrektur dann in der 90. Minute. Wolfgang Funkel verwandelt einen Elfmeter, der an Brian Laudrup verwirkt wurde. Es bleibt dabei Uerdingen auswärts weiterhin sieglos. In Düsseldorf darf gefeiert werden. Das war's aus Düsseldorf, Klaus Schwarz. Der Überblick, München-Bochum 5:1, Düsseldorf-Uerdingen.